So, fangen wir aber an, auch wenn es früh ist. Aber ich muss früh streamen, weil es genug zu tun gibt. Eigentlich muss ich noch Fleisch sammeln, das habe ich zuletzt gemacht bei Days Gone, aber... Tja, der führt mich irgendwie direkt in eine Horde rein. An der Stelle. Deshalb werde ich mich erstmal um andere Sachen kümmern, wie zum Beispiel, ich erinnere mich, ich spüre Nero-Agent O'Brien auf, die Geschichte mit meiner Frau. Und ich glaube, ich bin auch sonst ziemlich blank gerade. Weil ich zuletzt dachte, es wäre eine tolle Idee, nach dem Aufsteigen auf Stufe 2 der netten Typen hier, wie heißt er? Bei den netten Typen hier im Camp meine Maschine so voll abzugraden. Ja, umso oller, umso doller. Jetzt geht's weiter. Ach, erzähl doch nicht, als wenn ich jetzt hier irgendwo eine Falle setzen werde für Rehe. Morgen. Großartig, Cope! Du hast ihn also mit deinem Opa fallen gestellt und mit deinem Dad Salzlecksteine ausgelegt. Ha, wie sportlich! Schätze, das ist jetzt alles egal. Ein Massengrab. Ich vergesse immer, wie nah Samuriri Mountain ist. Frag mich nicht, wie... sein. Hallo Milas. Ach, sind die wieder immun? Ja, was jetzt? Soll ich den verfolgen oder soll ich den... Soll ich den ansprechen? Ne, folge O'Brien einfach. Endlich fertig.
Ich bin kein Arzt. Wie oft muss ich Ihnen das noch sagen? Sorry, Lieutenant O'Brien. Wie lange bleiben wir noch? Bis wir fertig sind, Connery. Bis wir fertig sind. Ich dachte, ich hätte etwas gesehen. Ich werde mal nachsehen. Ja? Ist wahrscheinlich nichts. Frisches Aas vielleicht. Okay, Doc. Lieutenant. Nicht, dass Sie selbst zu Aas werden. Nur Tiere können zu Aas werden, Corporal. Menschen nicht. Sie haben den Perimeter doch gecheckt, oder? Ja, alles okay. Ja. Scheiße, was war das? So weiter hinterher. Weil die beiden mussten erstmal woanders hingucken. Hat das noch wer gehört? Lieutenant O'Brien, Feldnotiz 2006. Als ich den Landeplatz erreichte, sah ich einen Schwarm Insekten. Wahrscheinlich Tabanus atratus oder Diptera. Von der Lichtung weit entfernt vom eigentlichen Ziel. Aus der Entfernung konnte ich nicht erkennen, was sie anzog, aber aufgrund der Größe des Schwarms würde ich auf frisches Aas tippen. Sollte irgendwo hier sein. Verdammt, wo ist das? Ah, hier ist es. Es handelt sich tatsächlich um Tabanus atratus. Hier sind viele Bremsen, mein Glück, dass ich den Anzug anhabe. Das Aas ist überwiegend intakt. Das war ein Odocoileus hemionus, ein Maultierhirsch. Als ob das jemand überprüfen könnte. Die Streifung der größeren Muskeln weist auf eine Infektion mit Hooligan-Stamm HB hin. Ich nehme eine Probe zu. Tja, sieh's mal so, du armer Teufel. Die Freaks haben dich nicht erwischt. Hättest du länger gelebt, wärst du auch einer geworden. Das wäre doch mal was. Oh, oh. Was willst du? Hau ab! Ich will nur reden. Neuroprotokoll 2-7 besagt eindeutig, dass bei laufenden Operationen in Quarantänezonen beim Antreffen von Zivilisten der Zivilisten keinerlei Kontakt erlaubt ist. Wirklich? Sieht aber aus, als hättest du gerade Kontakt. Ja, das hab ich. Du lebst. Ja? Das tue ich. Wie? Wie ist das möglich, weiß O'Brien? Ich verstehe nicht. Okay, du warst da, in der Nacht, in Farewell. In der nächsten Nacht brannten das Flüchtlingslager und die Helis. Alle waren tot, abgeschlachtet, zerfetzt, in Stücke gerissen. Okay, hör zu. Entweder auf die sanfte oder die harte Tour. Die sanfte Tour, wir plaudern ein wenig, du gibst mir die Informationen, die ich brauche, und dann buddelst du dich weiter durch Freaker-Scheiße oder was du hier treibst. Die harte Tour. Ich zerreiße dein Astronautenkostüm und wir sehen mal, was deine Freunde dazu sagen, dass du kontaminierte Luft einatmest. Also was darf sein, O'Brien? Ja. Okay. Okay. Damals, auf dem Dach der alten Brauerei, habe ich eine verletzte Frau in deinen Heli gesetzt. Ja. Ich erinnere mich. Eine Stichwunde. Sie war übel zugerichtet. Ich fuhr zum Flüchtlingslager, in das du sie bringen wolltest. Alle waren tot, also frage ich dich nochmal. Wie hast du überlebt? Wir waren nicht da. Wir wurden umgeleitet zu einem anderen Camp. Wie du sagtest, das Camp in Bernab wurde überrannt. Wir sollten nach Süden, in ein Camp am Silver Lake. Gab es Überlebende? Du meinst heute? Ich weiß es nicht. Ich wurde der Forschungseinheit zugeteilt. Hat sie überlebt? Halt! Ich sehe nach. Ich finde es raus. Du hast ein Funkgerät von uns. So hast du... Ich kann nichts versprechen. Aber ich versuch's. Mhm, und ich begleite dich. Los, komm schon. Du kennst die Kerle nicht. Die knallen dich ab. Vorher knall ich dich ab. Okay, hör zu, wenn du mich umlegen willst, bitte. Okay? Ich mach nur meinen Job. Diese Frau, deine Ehefrau. Ich gab ihr Sauerstoff, eine Infusion. Hielt sie am Leben. Deshalb habe ich Ärger gekriegt. Eine Sepsis hätte sie fast umgebracht. Ich brachte sie in Feldlazarett. Ich hab sie gerettet. O'Brien, Bericht.
Ich muss los. Bitte, du musst hier weg, okay? Du kennst diese Kerle nicht. Du weißt nicht, wo sie imstande sind. Wenn ich nichts von dir höre, egal wie lange es dauert, ich werde dich kriegen. Und dann werde ich dir mehr abreißen als nur eine Antenne. Tut mir leid mit deiner Frau. Aber nicht nur du hast jemanden verloren in dieser Nacht. Warum hat O'Brien diesmal kein Gesicht? Ich habe noch kurz gedacht, es könnte ja eine Verwechslung sein. Ich finde, O'Brien ist ein Allerweltsname. Das könnte es auch mehrfach geben. O'Brien, er lebt. Wie zum Teufel kann das sein? Sie sind Richtung Süden. Er sagte, er gab ihr Sauerstoff und eine Infusion. Hielt sie am Leben. Eine Sepsis hätte sie fast umgebracht, aber er brachte sie ins Feldlazarett. Er hat sie gerettet, hat er gesagt. Er hat sie gerettet. Sie könnte also noch am... Nein, das kann nicht sein, nein. Aber O'Brien lebt noch. Wenn er noch lebt, dann vielleicht... Geh schon rein. Ich hab dir den Kopf geschossen. Macht nichts. Wahrscheinlich war es einfach nur Sparen für Gesichtsanimationen. Frisches Fleisch. So, jetzt habe ich auch genug Fleisch für meinen Kollegen. Okay, und jetzt zurück zur Busa damit. Falls ich das noch überlebe. Hey Bushman, ich hab dich doch gefragt, ob du dich an diesen Nero-Penner O'Brien erinnerst. Ja, Dick, es ist alles etwas verschwommen. Ja, okay, dann schlaf erst mal eine Runde. Ich erzähl's dir später. Hey, halt die Klappe, verdammt! Sorry, hier drin ist die Hölle los. Sie ist Eddie, ist raus, um was zu holen. Ich weiß nicht was. Wann hauen wir denn ab? Dick? Ah, bald, Busa. Sehr bald. Hör zu. Sobald es deinem Arm besser geht, sehen wir zu, dass wir Land gewinnen. Ja, Dick. Okay. So, Karte. Weißt du schon, der Hinweistafel? O'Brien. Ich guck einfach mal. Hörst du mich? O'Brien? Du verfluchter Mistkerl, wenn du dich nicht meldest, dann... Ich weiß, dass du auf dem verdammten Kanal bist! Okay, also wenn du dich nicht bei mir meldest, dann komm ich zu dir! Hast du mich verstanden? Ach Gott, verdammt, jetzt komm schon! O'Brien, melde dich! Der wird ja auch nicht rund um die Uhr auf dem Kanal senden können. Hörst du mich? Hast du den Heli gefunden? War es derselbe Kerl, den wir auf dem Dach gesehen haben? Ja. Genau der. Wusste er, wer wir sind? Sarah? Was passiert ist? Ich weiß nicht. Oh, Controller getrennt. Controller kein Akku. Controller doof. Controller Kabel.
die letzten Tage immer ein bisschen geschludert mit dem Aufladen vom Akku. Entschuldigt. Wir mussten nach Süden. Er erinnert sich an sie, aber nicht an das, was passiert ist. Aber, warte, du glaubst nicht wirklich, dass sie noch lebt. Was? Nein. Ich meine, nein, hör mal, ich bin nicht blöd, Boozer. Ich will einfach wissen, was ihr zugestoßen ist und wo sie gestorben ist. Vielleicht findest du dann endlich, keine Ahnung, deinen Frieden. Ruhe? Ich brauche keinen Frieden. Scheiße, Boozer. Ich muss los, okay? Dicken Ende. Da kommen welche! Scheiße, Plünderer Trupp. Sieht aber aus wie ein einzelner Plünderer. Wie geht's weiter, Saar? Gut. Wie lange machst du ungefähr? So lange, wie ich mache. Okay. Mein Gott, dass die hier so festbacken immer, ne? Also mir kann's ja egal sein. Bringt halt EP. Schwarze. Puff, dein letzter Gast war wieder voll sympathisch, weil ich nur sympathische Leute kenne. Yes. Ja, das war der Friedhof, da habe ich mich das Schild auch nicht gelesen. Wenn Leute unsympathisch sind, würde ich ja nicht mit denen zusammen kochen. Könnte nützlich sein. Dabei glaube ich, ich habe dieses Schild doch gelesen damals. Oder waren da die Nero-Leute schon hier und haben mich genervt? Das ist interessant. So, aber wegen, wie lange machst du? Ich habe, weil ich einfach heute sehr früh schon wach war, habe ich mir schon gedacht, dass ich vielleicht jetzt so circa bis 4 Uhr spiele. Dann bin ich nochmal 3 Stunden weg und dann haben wir den offiziellen Stream abends. Und ich spiele, weil zum einen Bock, zum anderen es gibt genug zu spielen. War in letzter Zeit auch relativ viel Anspielen von Sachen. Ach, richtig schön. So richtig idyllisch. Da kommt auch von 505 Games demnächst ein Spiel raus, Open Country. Da habe ich auch Zugang zu bekommen schon. Das werde ich mit Serena auch zusammenspielen. Wo die aus dem Alltag der Stadt rausgehen und, sage ich mal, in der Wildnis überleben wollen. Konzeptionell hört sich das ganz gut an. Du bist halt Aussteiger aus der City und willst halt, ne, dein Leben jetzt lieber Benzinkanister in der Wildnis beschreiten und machst halt Crafting und Survival und musst auch für irgendwelche Rednecks im Wald dann irgendwelche Aufträge erfüllen und musst dann dein Camp und dein Lager immer weiter aufbauen. Ich habe vorhin mal ein bisschen reingeguckt. Scheint gar nicht mal so schlecht zu sein. Den Kanister nehme ich schon mit für die Maschine.
Auch wenn noch ein ganzes Stück ist, bis wir an der Maschine sind. Hast du Far Cry 6 Gameplay gesehen? Ja, Fazit zum Far Cry 6 Gameplay ist, Hauptsache die Waffe könnte niemals im richtigen Leben funktionieren. Aber es ist halt Far Cry. Was ich heute Abend spiele, entscheide ich noch. Ja, inzwischen überzeichnen die Far Cry ja auch so sehr, das kannst du ja nicht mehr ernst nehmen. Es hat einfach nur noch Action. Und ja, mit Serena ist auch angekündigt, dass wir... Boah, ich vergesse den Namen immer. Project Takedown, oder? Spielen werden, Escape Room ähnliches Spiel in Form von einer ist ein Hacker, einer ist ein Field Agent und man muss sich gegenseitig unterstützen, um, sag ich mal, Agentenmissionen zu erfüllen. Das ist eigentlich, also es gab mal eine Demo auch, weil es auch im PlayStation Store und so rauskommt. Das ist ganz cool. Das ist echt cool gemacht. Das ist interessant. Das ist interessant. Ich wollte schon immer mal so eine Tafel mir angucken. Und jetzt zur Maschine zurück. Ich schaue alle VODs, wenn ich von der Arbeit heimkomme. Ist ja super, danke. Ja, ich sehe eigentlich, dass, dass relativ viele die VODs hier gucken. Also finde ich jetzt nicht schlimm. Ich kannibalisiere halt die YouTube-Zuschauer, aber so ist das halt. Ich denke mir auch, irgendwann werde ich mich entscheiden müssen, ob ich nur noch auf Twitch was mache oder nur noch auf YouTube die Sachen hochlade. Obwohl YouTube nur noch ist halt Nonsens. Ich finde, es ist halt inzwischen Nonsens geworden. Es ist nur noch Archiv. Ist einfach nur Service, bei YouTube Sachen hochzuladen. Also es hat schon einen Grund, warum viele, sag ich mal, nur noch Mitschnitte von ihren Streams bei YouTube hochladen und sonst alles auf YouTube nur noch machen. Nur noch auf Twitch machen. Weil das ist eigentlich der aktuell moderne Weg. Ja, kannst auf Twitch zwar alle Streams nachschauen, aber Twitch speichert die halt nicht für die Ewigkeit, ne? Das ist halt diese Sache. Also selbst wenn ich ein Spiel hier am Stück spiele und dann sind die Streams irgendwie noch 60 Tage gesichert, kann es natürlich, wenn jemand sich irgendwann mal dafür interessiert, bringt das halt nichts mehr. Obwohl wir in so einer schnellen Konsumgesellschaft leben oder 3 Monate sogar speichert, dass das, glaube ich, heutzutage wirklich irrelevant geworden ist. Könnt ihr nicht rein.
Usman, ich hab Fleisch dabei. Das sollte eine Weile reichen. Hey, Dick. Danke, Mann. Ich hab grad keinen Hunger. Ich salz es gleich ein. Okay. Dann salz es gleich ein. Verleihen Nahkampfwaffen die Chance auf kritische Eliminierung bei Menschen, Schwärmern und Krabbelern. Drücke RT für einen Nahkampfangriff. Jeder erfolgreiche Angriff gibt dir die Chance auf einen kritischen Treffer. Drücke Y, wenn du aufgefordert wirst, um eine kritische Eliminierung auszuführen. Ich stehe einfach auf dem Nahkampf. Guten Tag, Kritex. Heute ist Mittagsstream nur, weil ich da bin und wach bin. Ich hätte eigentlich mich auch hinsetzen können. Oh mein Gott. Ach so, was wollt ihr denn? Du bist jetzt in Sicherheit. Nochmal mit Lisa quatschen. Gibt es noch eine Alternative für mich hier? Anscheinend erstmal nicht. Und nein, sonst schlafe ich nicht um die Zeit, sondern sonst stehe ich eigentlich vor einer halben Stunde auf. Aber ich bin heute seit 8 wach. Mach das Tor auf! Mach das Tor auf! Mach das Tor auf! Was macht die Außenwelt? Nichts Besonderes. Läuft. Wie geht's dir, Kleine? Sie lassen mich nicht gehen. Warum willst du gehen? Du bist dir doch sicher. Ich muss arbeiten. Okay. Okay. Das ist es. Ich gehe vorbei, sag, na, wie geht's dir? Ja, cool. Und dann geht man wieder. Ja, schön, dass wir nochmal miteinander gesprochen haben. Rede mit Tuck, kehre zum Hot Spring Camp zurück. Für die Fahrt rüsten. Ja, irgendwann wird man ja auch nochmal in ein weiteres Gebiet kommen, ne? Oder weiterreisen. Und Marv im Chat, schön, dass du viel das Spiel gespielt hast, aber du weißt genau, dass wir eine Null-Spoiler und eine keine Backseat-Geschichte hier haben. Kurz nachdem du Lisa hergebracht hattest, brachte Larsen noch ein Mädchen. Sie heißt Rose Allen, ein schwaches kleines Ding. Aber wir dachten, sie könnte uns trotzdem beim Bewässerungssystem helfen. Los, zurück an die Arbeit, ich will das nicht nochmal sagen. Na los, sie ist weg. An die Arbeit.
Sie war mit Erdmann und ein paar anderen auf Besorgungstour. Oben beim verlassenen Nero-Flüchtlingslager. Stopp! Ich glaube, du warst da schon mal. Ja, ich kenne es. Finde sie, Deke. Da oben treiben sich Drifter und andere miese Typen rum. Wenn die sie zuerst finden... Ja, okay. Ich sehe, was ich tun kann. Lustigerweise wird hier immer an der Stelle im Hintergrund verdroschen. Schon wieder Sarahs Gedenkstätte besuchen. Ja, das kommt ja gerade ganz gut zusammen mit dem... Schutz für die Schwachen. Ich bin noch nicht wach vom Kopf her. Ich habe meinen Kaffee hier stehen. Keine Sorge. Es ist kein Schlaganfall. Wenn Days Gone für PC billiger wird, kaufe ich das auch. Ja, finde ich ganz gut. Also ich finde das Spiel echt nicht schlecht. Falls in manche Abschnitte der Geschichte ein bisschen seicht, aber so das Gesamtkonzept finde ich ziemlich gut. So, ich wollte eigentlich zum Maschinentypen, weil ich auftanken wollte. Weil soll ich wissen, ob Days Gone dieselben Bugs hat wie auf der Konsole, wenn ich nicht die Konsole habe oder das Spiel jemals auf Konsole gespielt habe. Badabum. Das Bike sieht übel aus. Wie, das Bike sieht übel aus? Das habe ja wohl ich zu entscheiden. Ich spiele natürlich auf dem PC. Das macht natürlich auch Sinn, weil ja PC-Release letztens war. Warum soll ich das dann auf der Konsole spielen? Badabum. Ach, ich sollte nicht so früh streamen. Ich bin ja total griesgrämig. Nein, bis jetzt habe ich keinen... Also, bis das mal ein Gegner irgendwie in einem Baum hängen bleibt oder so, gibt es keinen Bug, der irgendwie die Story stoppt, also den Progress oder sonst irgendwas, der mir bis jetzt begegnet ist. St. John und Salome Hot Springs. Tag, hörst du mich? Ja, Deke, ich höre. Hey, ich bin da, wo die Kleine zuletzt gesehen wurde und anscheinend kam mir ein Schwarm durch. Also, wenn sie hier war, dann ist es ja unwahrscheinlich, dass sie noch lebt. Wenn Ach, die doch Stelle. Findest du sie. Tacker, Ende. Oh mein Gott. Ich habe ja sonst nichts zu tun, außer sterben. Na, wie ist das? Oh, verdammt, Schwärmer. Geht doch. Aber das ist eigentlich ein Far Cry-Feeling. Du konzentrierst dich auf irgendwas und wirst von Wildtieren angegriffen, die aus dem Nichts kommen. So nicht, Freundchen. Ich spiele auf schwer 2, glaube ich. Oder war es schwer 1?
Auf jeden Fall eine der Schwerstufen. Da hat jemand gemeint, ich würde das bereuen, aber bis jetzt bereue ich das eigentlich gar nicht. Nicht schlimm. War so ein Stress hier. Schwierigkeitsgrad schwer. Ist doch das, was ich gesagt habe. Weiß nicht, was daran auch so wichtig ist. Spielt doch eh jeder, wie er mag. Aber ich konnte nicht einschätzen, wie schwierig das Spiel wird. Und das habe ich erstmal nur auf schwer eingestellt. Es gab so viele Schwierigkeitsstufen. Das hat mich irritiert. Okay, was haben wir denn da? Ich meine, vielleicht hier irgendwo? Wir waren schon mal hier. Hatte schon mal ein Nest hier ausgeräuchert. Also nicht irritiert, aber es ist halt schwierig immer einzuschätzen. Manche Spiele sind auch schwer, wirklich schon sehr schwer. Und manche Spiele sind auch schwer, sag ich mal, recht entspannend. Oh Scheiße. Sieht aus, als hätte der Schwarm sie zerfetzt. Die armen Bastarde. Meinetwegen könntest du auf der Babystufe spielen. Finde ich nicht richtig. Weil dann kann ich auch einfach nur Story spielen, ohne den ganzen Drumherum. Rose Allen, ja? Nein, nein! Hey, ich werde dir nichts tun, okay? Ich gehöre nicht zu denen. Ich bin ein Freund der Familie. Und warum wurde die gefesselt? Ich will dir helfen, Tucker schickt mich. Warte, ich sagte, ich bin hier, um dir zu helfen. Nein, sie schickt dich. Du bist vom Arbeitslager. Nein, also Tucker, ich besorg Zeug für sie, ja. Ich musste hungern. Ich wollte nicht gehorchen. Also gab's kein Essen. Es ist halt ein Arbeitslager, da muss man halt arbeiten. Ich bin kein Sklave. Ich gehe nicht zurück, kapiert? Lieber sterbe ich hier. Okay, Gott verdammt. Na los. Toll. So eine richtige Revolutionärin. Ich wollte Gewerkschaft gründen und die hat mich einfach arbeiten lassen. Was für eine doofe Kuh. Und dafür kann ich leben und essen. Ist ja total unausgeglichen. Und ich glaube, Menschen werden wirklich noch so kacke, ey. Die Welt kann zugrunde gehen und dann stehen die noch da und sagen, ja, nee, im Arbeitslager hat mir nicht gefallen, da sterbe ich lieber hier draußen in der Kloake. Anstatt da zu arbeiten. Für mein Essen und für mein täglich Brot. Spielst du mit Controller am PC? Natürlich spiele ich mit Controller am PC, weil manche Spiele gehören mit Controller gespielt. Bam, 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 bam. Badababam. Noch mehr Fragen. Ich spiele übrigens mit Controller am PC, weil es auch besser zum Zugucken ist. Eine Maus ist auf Basis der Mausbeschleunigung unangenehmer zum Schauen, weil das Drehen halt so abrupt ist. Da kannst du mit dem Controller viel sanfter vorgehen.
Du kriegst Das habe ich aber übrigens noch nie gehört, dass du Motion Sickness bekommst, wenn du mit Maus spielst oder was zuguckst, wo jemand mit Maus spielt. Motion Sickness ist für mich ein reiner VR-Begriff. Eine neue Krankheit wie Laktoseintoleranz.